Ich würde gerne 25 von 83 abziehen. Mach am besten kurz Pause und versuch dich mal selbst an der Aufgabe. Schau mal, wie weit du kommst. Okay, ich gehe jetzt davon aus, du hast das Video gerade wieder angemacht. Und du hast vielleicht damit angefangen, dir erstmal die Einerstelle anzugucken. Also erstmal hier die violetten Zahlen. Und hast halt dir gedacht, okay, subtrahiere ich erstmal die violetten Zahlen voneinander und dann halt die Zehnerstellen, also die grünen Zahlen. Und dabei ist dir wahrscheinlich ziemlich schnell aufgefallen, dass das irgendwie nicht so ganz funktioniert. Weil 5 ist ja größer als 3, deswegen kannst du nicht die 5 von der 3 abziehen, weil du hast ja nur 3 Sachen und kannst dann keine 5 Sachen wegnehmen. Ich werde dir in diesem Video so 3 verschiedene Sachen zeigen, wie du darüber denken könntest, um diese Aufgabe trotzdem zu lösen. Also das Ziel muss ja sein, dass hier die 3, dass die Zahl größer ist als die 5 oder sagen wir mal mindestens genauso groß, weil 5 minus 5, das macht Sinn, das kann man rechnen. Und eine Möglichkeit darüber zu denken wäre, könntest sagen, okay, ich habe ja hier auch noch 80. Und von diesen 80 nehme ich jetzt einfach 10 weg. Also ich nehme eine aus der 10er Stelle hier weg und mache dann eine 7 hin. Und das sind ja 80 gewesen. Also nehme ich jetzt 10 davon, die ich hier weggenommen habe, hier wieder rauf. Weil 83 ist ja das gleiche wie 80 plus 3. Oder halt eben das gleiche wie 70 plus 13. Das würde ja auch funktionieren. Okay, und dann kann man das ja ganz einfach rechnen. Dann habe ich jetzt hier 13 minus 5, das macht 8. Und dann habe ich noch 7 minus 2, also eigentlich 7 Zehner minus 2 Zehner und das macht 5 Zehner. Okay, ich schlüssel das Ganze jetzt lieber nochmal ein bisschen auf, damit es ein bisschen leichter ist zu sehen, was ich gerade gemacht habe. Also, 83 ist ja das gleiche wie 80 plus 3. Plus 3. Und minus 25 ist das gleiche wie minus, so die 2 steht hier in der 10er Stelle, deswegen ziehe ich eigentlich erstmal 20 ab und dann ziehe ich auch noch 5 ab. Weil erst 20 abziehen und dann 5 abziehen ist eigentlich das gleiche wie insgesamt 25 abziehen. So, und wenn ich die Aufgabe jetzt so rechnen wollen würde, dann habe ich ja prinzipiell erstmal das gleiche Problem. Hier unten die 5 ist größer in der einer Stelle als die 3er, als die 3 Einer hier oben. Also muss ich versuchen, irgendwie mehr Einer hier an die Stelle zu kriegen. Das mache ich, indem sich die Einer einfach hier so ein Zehner ausleihen. Ich mache also aus der 80 hier einfach eine 70. Ich nehme einen Zehner weg und aus diesem einen Zehner mache ich 10 Einer. Und diese 10 Einer, die kommen dann hier auf die 3 mit drauf. Und dann habe ich hier 13 stehen. Und dann funktioniert das Ganze nämlich wieder. Dann ziehe ich mir hier meine Linie und kann dann rechnen 13 minus 5. Das geht, das ist 8. Und bei den Zehnern habe ich hier 70 minus 20 und das macht 50. Passt also. Und hier siehst du auch nochmal, 58 ist ja das gleiche wie 50 plus 8. Okay, eine Möglichkeit zeige ich dir noch. Und zwar, was du ja auch machen könntest, wäre zu sagen, okay, 83. Das sind 8 Zehner. 8 Zehner plus 3 Einer. Plus 3 Einer. Und davon willst du jetzt was abziehen. Und zwar 2 Zehner, nämlich die hier vorne. 2 Zehner. Und du möchtest auch noch abziehen, die 5 Einer hier, die sollen ja auch noch runter. Also auch noch minus 5 Einer. 5 Einer. So, gleiche Herausforderung wie bei den anderen beiden Rechenwegen auch schon. 3 Einer sind weniger als 5 Einer. Deswegen ist es gar nicht so einfach, jetzt hier irgendwie 5 abzuziehen. Was soll da rauskommen? Deswegen sage ich jetzt hier einfach, okay, ich habe ja 8 Zehner. Dann mache ich da jetzt einfach 7 Zehner draus. Und den einen Zehner, den ich jetzt hier weggenommen habe, den kann ich ja nicht einfach wegfallen lassen. Weil dann wären es ja jetzt nur noch 73 und nicht mehr 83. Also nehme ich diesen Zehner und teile den einfach so auf, dass ich dann 10 Einer habe danach. Also habe ich dann nicht mehr 3 Zehner, sondern ich habe 3 plus 10. Also 13 Zehner, Einer, Entschuldigung. Und jetzt kann ich wieder rechnen. Und zwar fange ich bei den Einern am besten an. 13 Einer minus 5 Einer, das macht 8 Einer.
Das sind 8 Einer. Und bei den Zehnern habe ich 7 Zehner minus 2 Zehner. Das macht 5 Zehner. Und das passt auch hier wieder super gut, weil 50 plus 8 oder 58 ist natürlich das gleiche wie 5 Zehner plus 8 Einer. Also der ganze Trick an der Sache ist es, dass du hier einen Zehner wegnimmst oder halt hier 10 wegnimmst und die einfach zu den Einern schreibst. Also hier ein Zehner weg und dafür 10 Einer bei den Einern dazu.